Ein Bergbonsai-Kiefer müssten wir eigentlich auch irgendwie hier hinstellen können. Ah, ich möchte erstmal den Stuhl hier vorne hinstellen. So. Halt. So, jetzt steht der Orientstuhl am Tisch. Genau da, wo er hin soll. Fernostpuppe. Könnte man die dann mal hinpacken? Ich meine, der Raum ist ja riesig, aber trotzdem. Gruselig ist das ja dann schon. Kann ich die an die Wand schieben? Ja, doch, hat was. Ich finde auch das Zimmer ganz schön so. Könnte natürlich auch sagen, wir machen das Schlafzimmer dann oben, aber erstmal ist das so vollkommen in Ordnung. Kann ich den Bonsai-Kiefer noch hier hinstellen? Ja! Ja, das passt doch super. Reiht sich alles wunderbar ein. So, den Radiokorder und das alles behalten wir. Ich nehme auch das Netz mit, falls wir einen Schmetterling unterwegs finden, damit Leonardo glücklich wird. Ah, da ist mein Netz. Wunderbar. Und das hier nehme ich auch noch mit. Weil jetzt gehe ich erstmal nach Quentin suchen. Und wenn wir dann wieder Quentin finden. Also das hat das letzte Mal nicht so gut funktioniert. Ganz und gar nicht gut funktioniert. Ausrüsten. Nein, 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 das wollte ich nicht. Oh. Falschen Knopf gedrückt. Danke. Quentin! Nee, das war der Captain. Ich krieg den Erpel wieder nicht. Quentin! Oh, der Captain wieder. Quent! Quent! Sanalena. Weiß ich auch nicht. Da bist du ja. Nein, schön dich zu sehen. Genieß das schöne Wetter in Pilsdorf. Quark. Mit sowas Bestimmtes. Quark. Gehört das hier dir? Habe ich gefunden. Tada! Ah, da ist sie. Nach dieser Papiertüte habe ich gesucht. Honey, ich bin echt froh, dass du sie gefunden hast. Da sind ein paar wertvolle Sachen drin. Du willst wissen, was für Sachen? Das kann ich dir nicht verraten. Echt nett von dir, Honey. Wie wäre es, wenn ich dir für diese College-Jacke C gebe? Hier, bitteschön. Oh, ne, dich hätte ich sie wahrscheinlich etwas Wichtiges für immer verloren, Honey. Das freut mich. Bockwurst! Annalena reagiert also auf Bockwurst. Das ist gut zu wissen. Mal Schmetterlinge um diese Uhrzeit zu finden, ist wahrscheinlich gar nicht einfach. Wir sollten ein neues Stadtprojekt ins Leben rufen, nicht wahr? Da war doch was. Okay, jetzt gehe ich aber trotzdem hier in den Kaloa-Club in der Hoffnung, dass ich noch mir einen Witz abholen kann. Wenn er so lange offen hat und es noch nicht 20 Uhr ist, geht das ja eigentlich. Hi, Samselt. Wir haben noch geschlossen. Dann möchtest du etwas Bestimmtes? Ich habe hier Essen für dich. Oh, wirklich? Du ahnst nicht, wie sehr mich das freut. Was hast du denn als Schönes mitgebracht? Eine 1A-Kirsche. Oh, was haben wir denn hier? Tada! Ah, eine 1A-Kirsche. Das ist ja fantastisch. Jetzt muss ich es gleich probieren. Lecker. Das war einfach fantastisch. Jetzt muss ich mich wohl für einen tollen Snack revanchieren, was? Ich glaube, ich habe heute einen Spitzenwitz, den ich dir erzählen kann. Also gut, ich muss mich doch ein wenig vorbereiten, aber das freut mich so mal. Also freut mich so mal auf eine tolle Vorstellung. Danke. Vielen, vielen Dank. Auch heute ist Dr. Samsels Praxis offen für Gefühlsausbrüche. Mein Angstwitz ist genau die richtige Medizin, wenn du des schlechten Herzens leidest. Hattest du nun einmal so richtig Lampenfieber? Du stehst auf der Bühne und zitterst am ganzen Leib. Da hat Dr. Samsel das richtige Mittel für dich. Stell dir einfach vor, du zitterst aus einem ganz anderen Grund. Zum Beispiel, weil dein Gehirn gerade völlig eingefroren ist. Oder vielleicht, weil dir eine Fliege in den Mund geflogen ist. Vielleicht auch, weil jemand im Publikum dich gleich aufbuhen will. Oh je. Ach, herrlich. Weißt du,
du? Was meinst du? Ich glaube, mein Angstwitz hast du heute zum ersten Mal gehört. Und das bedeutet, es gibt einen neuen Eintrag in dein Witzebuch. Verwende dein Witzebuch, um Angst zu verbreiten, dein komisches Talent zu suhlen. Kann ich Angst verbreiten? Oh. Nachdenken kann ich auch. Und mich freuen. Ah. Ah! Das ist ja Weile. Ah, schön. Na dann. Hätten wir also unseren täglichen Witz auch abgeholt? Sieht ja nicht mehr immer genug aus. Polim, polim, plop. Gibt's da wieder irgendwas Neues? Ich will dieses Haus da haben. Willkommen, willkommen. Meine Güte. Honey, schön, dass du hier bist, hm? Dein Haus ist jetzt ganze zwei Stockwerke hoch, hm? Du freust dich bestimmt schon darauf, das Untergeschoss einzurichten, ja? Zeit für die Zahlen. Ja, ja, die Kosten für den Ausbau betragen 298 Sternis, ein Taschengeld also. Nein, nein, du kannst bei mir nicht der Bar bezahlen. Bezahl bitte am Automaten im Postamt, hm? Vielen Dank im Voraus. Das ist so schön. Und dieses Designhaus ist für die Außengestaltung gedacht, hm? Bau dein Haus zuerst weiter aus, Honey. Danach kümmern wir uns um die Außengestaltung. Ja, ich will das da aber unbedingt haben. Genau so soll es aussehen. Oh mein Gott, das ist ja aber auch wunderschön. Und das auch. Dann ist das alles rosa. Oh Gott. Dieser rotfließende Teppich passt sehr gut zu deinem Haus, ja. Und das macht 2800 Sternis. Ja. Vielen Dank. Ich treffe die nötigen Vorbereitungen und morgen ist alles fertig. Aufregend. Ich möchte auch das dazu haben. Die Märchenfassade ist eine Fassade, die wie für dein Haus gemacht ist, ja. Und das macht 5600 Sternis. Ja. Vielen Dank. Ich treffe die nötigen Vorbereitungen und morgens alles fertig. Aufregend. Und dazu dieses lila Dach? Diese lila Schindeldach kannst du kaufen, wenn du dein Dach erneuern willst. Das macht 5200 Sternis. Ja. Vielen Dank. Ich treffe die nötigen Vorbereitungen und morgens alles fertig. Aufregend. Mhm. Und dann pflanzen wir ganz viele rosa Tulpen drumrum. Oh, schön, schön. Da freue ich mich. Nein, 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 nicht Mitte. Freude! Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Schön. Okay, jetzt habe ich wieder Geld ausgegeben für alles Mögliche. Ich bin schlimm. Oh, das passt dann auch gut zu unserem Schnulladress. Ja, wir müssen ja bald wieder unseren Schnulladress anziehen. Wir wieder knuddelig und knuffig aussehen. Kann ich ewig so rumlaufen. Was gibt's denn hier? Oh, Regenbogensocken! Immer rein in die gute Stube. Hallöchen. Hey, eine Vielfarbstrumpfhose. Luxuriös. Das ist genau dein Look, was? Hey, okay, erstmal 300 Sterne. Ist das ein Angebot? Einverstanden. Katsching, ich liebe es, wenn die Kasse klingelt. Danke dir. Hey, eine Baumwollgamasche. Der Putzige hat es dir angetan, was? Okay, das macht dann 240 Sterne. Ist das ein Angebot? Ja. Katsching, ich liebe es, wenn die Kasse klingelt. Danke dir. So, die Schuhe ansonsten finde ich nicht so süß, aber alles andere war toll. Hey, danke, komm mal wieder vorbei. Wir haben doch keinen Platz. Wir haben doch einfach keinen Platz. Ich muss verkaufen. Ich muss so viel verkaufen. Ich kaufe Sachen. Ich kaufe und kaufe. Und ich müsste verkaufen. Das hier waren die Gamaschen. Genau, das ist die Vielfarbstrumpfhose. Gott, wie sieht die aus? Oh, die sieht aber wirklich awesome aus. Dazu könnten wir unser Pilzkleid tragen. Oder? Wie sieht eigentlich das aus, wenn wir unseren rosa Dress tragen? Dazu die bunten Sachen. Das ist eigentlich ganz süß. Muss uns so ein bisschen anpassen. Die Haare behalte ich. Ich weiß, man kann auch rosa Haare machen und so, aber ich finde, irgendeinen gewissen Look sollte mein Charakter beibehalten. Und ich bin da der Meinung, dass den Look, den wir da haben, mit den Haaren auf jeden Fall. Also die Haare sollten auf jeden Fall immer identisch bleiben. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz süß aus. Aber ich finde, dabei passt die weiße Strumpfhose einfach dann doch wieder auch sehr gut dazu. Dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen passend zu unserem morgigen Haus einkleiden. Und zu unserem Obergeschoss, das ja auch pink ist. Jetzt ist das doch eine richtige Mädchenbude geworden. Unglaublich. Eine richtige kleine Mädchenbude. Und dann pflanzen wir lauter weiße und rosane Blumen für unser Haus. Und dann brauchen wir noch den passenden Gartenzaun, wobei der weiße Zaun natürlich auch ganz edel aussieht. Und am besten noch einen passenden Briefkasten.
So. Was haben wir denn hier alles? Was gibt's denn hier? Ringelstrumpfhose, Graustrumpfhose, Lichtkranz. Ja, also das passt ja natürlich auch ganz gut. Hasenkapuze passt natürlich auch. Der Schnuller würde natürlich jetzt auch super passen, auch wenn ich natürlich meine Brille und so total mag. Ist klar. Die Ballettschuhe würden da gut passen. Dann bin ich auch die Sternstrumpfhose. Was gab es hier sonst noch? Was hätten wir eventuell verpasst? Kleehut, Rubinband, Zylinder. Zylinder ist cool. Ich bin sehr dankbar, dass ich den Zylinder bekommen habe. Finde ich awesome. Ja, das andere würde jetzt nicht so gut passen. Gucken wir doch mal. Das ist der Heiligenschein. Eine Gäschenkapuze. Ich glaube, wir bleiben beim Heiligenschein. Und packen uns den Schnuller dazu. Und ziehen unsere Ballettschüchen dazu an. Und sehen ganz bezaubernd aus. Ja, wobei, rosa Haare wären schon toll, ne? Ja, schon awesome. Ich weiß nur nicht, wie ich an rosa Haare komme. Also ich weiß, dass man rosa Haare kriegen kann und so. Das weiß ich. Das habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, wie ich an rosa Haare kommen soll. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das irgendwo nachgucken bei Animal Crossing. Gibt es da ein spezielle Möglichkeiten? Wahrscheinlich ist jetzt auch schon zu spät, um zum... Nee, noch nicht. Noch haben die, glaube ich, nicht geschlossen. Rosa Haare wären echt total awesome. Gucke ich einfach mal überhaupt. Wird ja vielleicht doch eine Möglichkeit geben, auch diese Frisur zu behalten, sie dann einfach rosa zu machen, oder? Ich mag die Frisur so, wie sie ist. Die sieht mit Mützen total toll aus, ohne Mützen total toll. Und sie entspricht auch halt meiner Frisur und auch jetzt natürlich meine Haarfarbe, aber jetzt gerade wäre rosa halt voll schick. Gucken wir mal. Gehen wir mal zum Shampoodle. Reden wir mal wieder mit unserem Shampoodle. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Geht ja nicht. Müssen wir auch mal Hallo sagen. Können wir ja nicht einsam herumstehen lassen, unser Shampoodelchen. Da kommt ja selten jemand. Hallo, Trude. Hallöchen, Süße. Herzlich willkommen bei Shampoodle. Wenn du gerne eine professionelle Typveränderung hättest, dann bitte vor der Maschine Platz. Ja, natürlich. Hopp. Also dann, wonach steht dir heute der Sinn, meine Süße? Neue Frisur. Eine neue Frisur soll ich zum Strahlen bringen. Dann lass mich mal loslegen. Das komplette Frisurenpaket kostet 3000 Sternis und beinhaltet Waschen, Schneiden, Färben, Legen. Ja, so machen wir es. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich an diese Frisur kam und was ich dafür eingeben musste, um die zu haben. Die würde ich gerne behalten. Ich finde die nämlich wirklich süß. Gut, ich nehme deine 7 Sachen in der Zwischenzeit an. Ich bin gespannt, was für eine Typveränderung du dir wünschst. Erzähl mir, wie du dich selbst gern sehen würdest. Dann schauen wir mal. Welchen Look wünschst du dir? Ich glaube, das war eher klassisch. Wir waren eher klassisch. Richtig. Verstehe. Ein Touch-Klassik also. Eine zu reservierte Haltung lässt dich wunderbar erscheinen. Dennoch muss Seriosität ein... Seriosität absolutes Muss. Wie ist deine Attitüde? Siegt bei dir die Vernunft oder bist du ein Rebell? Genau, ich war Rebell. Ach du Schreck, im Ernst immer noch? Naja, auch Rebellen haben ihren speziellen Charme. Dann würde mich noch eine Sache interessieren. Willst du dein Leben lang rebellisch bleiben oder willst du dich ändern? Genau, und ich hatte gesagt, ich will mich ändern. Verstehe, aber irgendwie änderst du dich nicht. Egal. Und die passende Frisur muss einem Wirbelwind wie dir gerecht werden. Wunderbar. Jetzt weiß ich genau, welche Frisur du willst. Also dann, welche Farbe spricht dich denn an? Dann nehmen wir einen hellen Ton. Ich hätte die folgenden hellen Kolorationen im Angebot. Verliebtes Herz, ferner Horizont, frisches Laub, luftige Höhen. Oh Gott, bitte mach, dass es verliebtes Herz ist. Alles klärchen. Jetzt habe ich eine genaue Vorstellung vom Ergebnis. Steigen wir also los. Auf geht's. Und rüber mit dem Gerät und puff. Ah, das ist jedes Mal überrascht. Ja, es ist pink. Tada, du siehst fantastisch aus. Man erkennt dich kaum wieder. Das macht bitte 3000 Sternis. Oh, ich sollte dir doch deine Sachen zurückgeben. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Oh mein Gott. Das sieht ja in rosa total süß aus. Ui. Herrlich.
freue mich schon auf deinen nächsten Besuch, Süße. Ja, bis zum nächsten Mal. Oh, das sieht gut aus. Gefällt mir, das ist hübsch. Das können wir mal wegpacken hier. Ja, so ein passender, niedlicher Hut wäre halt noch irgendwas, was rosa, das irgendwas Süßes oder Katzenöhrchen oder so. Hätte auch was. Wie spät haben wir es jetzt? Oh, da ist ja nicht mehr lange, ne? Lass mal ein Foto von mir machen wieder für den Pass. Zack. Foto aufnehmen für 500 Sternis. Jawoll. Weil ich finde, so wie wir jetzt aussehen, das ist total awesome. Oh, wie süß. Okay. No! Ist das drollig? Ja, das nehme ich. Das ist voll süß. Guckt euch das an. Oh, und wie süß das ist. Können wir näher rangehen? Nee, das habe ich eigentlich... Ja, nee, ich wollte ja noch Insekten fangen, aber... Da war ja nichts. Ah, die schöne Szenerie genießen. Okay, gab es noch irgendwas, was ich heute erledigen musste? Eigentlich nicht. Wir haben auch unsere Fundsache. Das bedeutet, ich könnte jetzt nur noch nach einem Schmetterling suchen und dann neue Musik hören. Hoffentlich neue Musik bei KK im Club. Okay, Schmetterlinge. Bäume schütteln könnte ich natürlich auch noch. Und Steine hauen auch, weil wir haben ja unseren Geldstein noch nicht. Ah, bist du noch im Livestream, wie hier einfach tonnenweise Geld rauskam? Und genau das da. Kam tonnenweise raus. Fast verrückt geworden und dabei wollte ich eine Spinne haben. Oh, schon wieder ein Fossil. Ich hätte gerne noch mehr Kryonen gehabt. Kryonen, nee, diese Dinger halt. Vielleicht ist da einer. Nee, das ist das dritte Fossil des Tages. Mein Gott, wir haben auch ganz schön viel gefunden. Und hier drüben war auch ganz schön viel. Schmetterlinge sind aber hier nicht. Oh, in schlechter Erinnerung. Ja, fällt da nochmal einer. Nein, alles gut. Nichts passiert. Mir ist nicht nochmal ein Bienennest auf den Kopf gefallen, um mich zu zerstechen oder mir übelst weh zu tun. Trotzdem rüttle ich einfach nochmal überall an den Bäumen. Man weiß ja nie. Und wenn ich gestochen werde, dann ist das meine eigene Schuld. Lalalala. Oh je, ich habe jetzt so ein bisschen Angst. Was ist das? Eine Konga-Trommel. Schon wieder. Wie viele wollen wir dann davon noch finden? Bist du vielleicht mein heutiger Geldstein? Ja, du bist mein heutiger Hauptgewinn. Yes! Genau, das war's. Sehr schön. Das dürfte auch wieder so um die 10.000 Sterne sein. Zack. Oh, wir sehen in Rosa echt aus wie eine kleine Prinzessin. Sehr süß. Okay, dann wollen wir mal das Geld hier alles einzahlen. Ja, jetzt haben wir aber auf jeden Fall wieder ziemlich viel Sternis im Inventar. Das ist gut. Das ist gut. Damit kommen wir klar. Das kann man verkaufen. Radiorekorder nicht verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. Das sind alles Dinge, die wir nicht verkaufen. Gut, da brauche ich aber auch mehr nicht suchen. Ich hoffe, ich finde noch einen Schmetterling. Oh, oh, oh. Budeln. Budeln. Wir haben noch einen gefunden. Und das ist ein Mini-Morsoid. Der macht bestimmt bip, 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 bip. Ein Mini-Morsoid. Lohnt sich doch noch alles abzusuchen. Ich weiß nicht, wie viele am Tag man finden kann. Auf jeden Fall haben wir alle Fossilien des Tages gefunden. Das ist nämlich Nummer 4. Abends gibt es einfach keine Schmetterlinge. Leo, das tut mir so leid. Leo. Ich hätte so gerne für dich noch einen Schmetterling gefangen. Für deine Nichte. Wollte Leos Nichte nicht schon mal sowas von uns haben? Naja, mitnichten. Oh, hi Annalena. Huh. Wann wachsen eigentlich bei unseren anderen coolen Baumstämmen mal Pilze? Ich will mehr Pilze haben. Ich muss doch mal wieder Blumen gießen. Ich muss mir das mal durchlesen mit dem Züchten. Man kann Blumen züchten. Das war eine Maulwurfsgrille, definitiv, habe ich gehört. Das ist aber kein Schmetterling. Das bringt mir dann nicht viel. Ich glaube, da würde Leonardos Nichte nicht so glücklich gucken. Mitnichten. Okay, gut, jetzt wird er langsam dämlich.
ja, dann ernten wir jetzt noch ein bisschen ab. Moment, das kann ich nicht mehr tragen. Doch, kann ich noch. Hm, ganz vergessen. Ich habe 4 Plätze frei, 5 sogar damit. So. Da sind noch mehr von den Stinkedingern. Die kann ich auch noch miteinander stacken. Ja, jetzt sind aber meine Taschen voll. Dann legen wir das erstmal wieder auf den Boden. Dann wird das gestackt. Das sind genau 9. Und dann holen wir noch ein paar von den Durianfrüchten. Durianfrüchten. Durianfrüchte, warum sage ich immer? Ich weiß auch nicht. Hätten wir davon auch 9 Stück? Und die haben wir ja auch noch nie verkauft, glaube ich. Die sind neu. Da freut sie sich bestimmt, wenn sie mal wieder was Neues zum Einkaufen kriegt. Ich weiß nicht, was wird eigentlich mit den ganzen Sachen gemacht, die wir in der Fundgrube verkaufen? Dann müsst ihr ja bekloppt werden, wenn du so viel zahlst. Der war auch noch recht neu. Die waren alle noch recht neu. Tja, ja. Okay, auf ein neues. Dann wollen wir uns mal unseren Morsuit angucken. Was kannst du? Tatsächlich. Das ist awesome. Du passt aber farblich leider jetzt nicht. Also hier reinpassen würdest du natürlich immer noch. Okay, genug Lärm. Das wird jetzt schwierig. Radiorekorder behalte ich einfach immer noch mal. Konga-Trommel, das muss man alles verkaufen. Das muss alles verkauft werden. Das packe ich mal dahin. Können wir noch mehr Sachen verkaufen? Noch mehr 1A-Kirschen hier verkaufen können. Die müssen wir noch anpflanzen unten. Die müssen wir auch noch anpflanzen. Die müssen wir auch noch einpflanzen. Ich weiß gar nicht, ob wir 1A-Früchte aus einer anderen Stadt anpflanzen können. Die haben wir noch nicht angepflanzt. Mangos haben wir schon angepflanzt. Das haben wir noch nicht angepflanzt. Das haben wir noch nicht angepflanzt. 1A-Orangenkorb. Ich weiß nicht, ob wir... Ich meine nämlich, man kann nicht 1A-Früchte aus anderen Städten anpflanzen. Das sollten wir sollten auf jeden Fall Mangos haben. Das sollten wir auch haben. Die haben wir noch nicht angepflanzt. 1A-Apfelkorb. Halt, ich war noch nicht fertig. Ich wollte die wieder da reinlegen. Ich meine nämlich, wirklich mich daran erinnern zu können, dass das nicht geht. Zitronen haben wir, Mangos haben wir selber, Kirschen haben wir auch, das haben wir auch, das haben wir auch, das können wir verkaufen. Das kommt dann wieder... Wo packen wir jetzt die Fossilien hin? Gott, es wird langsam eng bei uns hier. Ich sollte mal anfangen, Kristalle, die ich zu oft doppelt habe, zu verkaufen. Also 2 davon behalte ich immer, aber den Rest verkaufen wir dann einfach. Ah ja, da ist noch der andere Minimo... Wo haben wir denn den einen hingepackt? Irgendwo haben wir noch den... Da. Dann kommst du jetzt so lange dahin. Das behalte ich jetzt im Inventar. Das kann wieder weg. Den behalte ich noch da. Die Schaufel brauche ich auch noch. Und das verkaufe ich alles. Ja, läuft bei mir. So. Ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt schon ist. Wir müssten zugehen jetzt in wenigen Minuten auf die 20 Uhr. Ja, 6 Minuten noch. Und dann können wir noch verkaufen. Können auch noch ein bisschen Bäume schütteln. Ich möchte so viele bunte, unterschiedliche Früchte in dieser Stadt haben wie möglich. Deswegen müssen wir alles anpflanzen. Aber ich glaube, man kann 1A-Früchte von anderen Städten nicht bei sich anpflanzen. Huch, so schnell sind meine Taschen schon wieder voll gewesen. Okay. Weil die werden dann zu normalen Früchten. Das meine ich jedenfalls gelesen zu haben. Ja, ich informiere mich auch manchmal. Aha. Könnt ihr mal sehen. Hi, Mischka. Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, das passt doch bestimmt nicht mehr in die Tasche. Das lässt sich auch nicht mehr stacken, aber das lässt sich noch stacken. Na gut, dann auf zur Brücke, die ich gerne näher meinem Haus hätte. Aber das geht halt leider nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Ihr habt alle Kescher, ihr fangt mir die ganzen Schmetterlinge weg. Leonardo will noch einen Schmetterling haben, wir sollen ihn nicht. Das ist doch unglücklich. Und seine Tür ist traurig, wenn wir keinen kriegen. Dass hier auch abends kein Nachtfalter rumflattert. So eine Motte kann man ja durchaus auch als Schmetterling zählen. Oh, na hallo, du schon wieder. Du kommst ja hier wirklich mehrfach am Tag eingestellt. Schönes Pink sieht gut aus, steht dir. Was kann ich für dich tun? Ich möchte Sachen verkaufen. Ah, verkaufen, aber gerne.
Okay, das. Bestätigen. Ah, ist das alles? Lass mich das mal zusammenrechnen. Also das ergibt 23.000 Sternis. In Ordnung, abgemacht. Danke, du hast so viele Sternis, dass ich einige davon hübsch verpackt in den Inventar gelegt habe. Okay. Danke für deinen Besuch. Soll heißen, wir haben jetzt so bar auf der Kralle 99.000 Sternis und da sind dann die 10.000. Okay. Ganz schön viel Geld. Wir können wir jetzt noch ins Rathaus gehen und einen neuen Bauauftrag. Hi, Annalena. Einen neuen Bauauftrag geben eigentlich. Ich würde gerne das Museum erweitern. Das wäre echt cool. Oh, unser Tannenwald wächst langsam wirklich auch schön. Ich mag das. Es soll hier ein richtig dichter Tannenwald drumherum entstehen. Und wir müssen unbedingt auf Photoshop mal ausmalen, was wir hier wo platzieren wollen. So, Melinda. Meine niedliche kleine Knuddelige, du. Ich hätte da ein paar Sachen für dich. Oh, Bürgermeisterin Honey. Ich habe schon nach dir gesucht. Und da das Schlummerhaus jetzt fertiggestellt ist, würden wir gerne eine kleine Feier abhalten. Und da du das Ganze erst möglich gemacht hast, sollst du natürlich auch daran teilnehmen. Oh ja, wie eine Party. Sehr gerne. Hurra! Die Feier findet vor dem Bahnhof statt, also gehen wir jetzt einfach mal dorthin. Oh ja, wie eine Party, die waren so cool. Liebe Bürger von Pilsdorf, unser neues Schlummerhaus ist fertiggestellt. Das ist für uns alle ein Grund zu feiern. Danke, dass ihr zu diesem Anlass hierher gekommen seid. Ich bin Melinda und ich werde euch durch die Feierlichkeiten führen. Danke. Danke. Es ist sehr nett von euch. Und damit die Veranstaltung sich nicht zu sehr in die Länge zieht, gehen wir gleich zum wichtigsten Teil über. Zuerst wird unsere Bürgermeisterin eine knappe, aber mitreißende Rede halten. Ich übergebe das Wort also an Bürgermeisterin Honey. Wir haben es geschafft. Genau auf den Punkt gebracht, Frau Bürgermeisterin. Du findest einfach immer die richtigen Worte. Also gut, weiter geht's. Bitte haltet jetzt alle die Knaller bereit, die wir vorhin ausgeteilt haben. Und jetzt, um die Fertigstellung des Projekts und die harte Arbeit, die dahinter steckt, angemessen zu würdigen. Achtung, fertig, bumm! Damit sind die Feierlichkeiten abgeschlossen. Danke euch alle für euren Einsatz und dafür, dass ihr euch die Zeit für diese kleine Feier genommen habt. Die ganzen Tiere alles am Party machen. Voll schön. Ah. Na, ihr Lieben, ich muss jetzt allerdings nochmal ins Rathaus. Ich möchte eine neue, neuen Spendensi haben. Polim, plopp. Ich brauche einen neuen Spendensi unbedingt. Ey. Hallo, Frau Bürgermeisterin, was kann ich für dich tun? Stadtverschönerung. Du willst an einem Projekt zur Stadtverschönerung arbeiten? Da will ich gerne mithelfen. Was genau hast du denn vor? Ein neues Projekt. Hier sind die derzeitigen Anfragen der Bewohner. Museumsumbau, Steinbrücke, Hängebrücke, Zielbrunnen, Gas, Laterne, Campingplatz, Holzhorn, Hydrant, Fotowand, Schild, Vorratsschild, Leuchtturm. Museumsumbau. Das ist ja gar nicht mal so teuer, das kriegen wir hin. Der Museumsumbau kann nach der Fertigstellung nicht mehr aus der Stadt entfernt werden. Sollen wir mit den Bauarbeiten an dem Projekt beginnen? Und los geht's! Großartig! Vielleicht sollten wir den Spendenperioden diesmal im Bahnhofsgebäude aufstellen. Und kann ich noch bei etwas anderem behilflich sein? Vielleicht später. In Ordnung. Wenn ich dir in Zukunft mit irgendetwas behilflich sein kann, frag einfach. So, unser Inventar sieht gut aus, ne? Ja, dann können wir uns ja jetzt, aufmachen. Bei Melinda. Dann können wir uns ja jetzt aufmachen. Ah, mal anders hinsetzen. Knarz, armer Tisch. Und noch ein bisschen Musik anhören an diesem schönen Abend. Hey, Mischka, na, wie geht's? Auf geht's in die Stadt. Ich mag die Musik um diese Uhrzeit. Die ist so romantisch. Aber jetzt... Ist ja mal fette Party angesagt im Club Karlauer. Palim, palim.
Ich bin so gespannt. Na dann. Muss es mal nur schon zum ersten Mal, stimmt's? Und da suche noch Glück und dann nehme ich zurück und ich spiele dir ein Stück. Dann leg mal los. Oh, brennt ihr einen Song Wunsch oder den Neger? Nur keine Panik, lass KK das regeln. Und sag mir einfach, auf welche Nummer oder welche Stimmung du gerade abfährst. Meine Stimmung ist... Also Baby, lass es raus. Wie steht's in deinem Herzen aus? Sag KK, wie du dich fühlst. Gut, mürrisch, faul. Ein bisschen traurig und melancholisch heute? Spiel mir was Passendes. Oh, ich fühle deinen Vibe und den Seiten meiner Axt. Also schnapp dir den Stuhl und ab geht's. Und hier kommt die Nummer gegen deinen Kummer. KK Milunga. Baby, wirf mal einen Blick in deine Tasche. Ich hab dir eine Platte mit dem Song untergejubelt. Oh, das war schön. Das war richtig schön, KK. Das war der Wahnsinn, das war der Hammer. Das war der Wahnsinn, das war... Oh mein Gott, Samsel, hast du das gehört? Das war total zum Träumen. Das hat einen ganz melancholisch gemacht. Ah, schön. Na dann, haben wir jetzt Musik in unserem Inventar, die wir in unsere Musikbox legen können, um Musik zu haben. Ich werde mir das auf jeden Fall gleich mal anhören, wie die Variante wohl bei uns klingt. Why? Ist hier noch einer von der Stadtversammlung da oben am Rumlatschen? Wie das wohl klingt, wenn's in der liegt. Hoffentlich auch so romantisch. Oh, wenn unser Haus erstmal so gut zu uns passt. Oh, das wird schick. Was haben wir denn hier? Wie kann man das denn machen? Wir können... bestätigen.
Oh, das passt aber auch echt gut. Fällt mir sehr. Wir müssten dann mehrere Musikstücktitel irgendwie... Können wir dann, wenn wir dann jetzt hier zum Beispiel das Radio hinpacken? Müssen wir dann extra gesondert die Musik einstellen? Oh nee, können wir auch sagen. Ich finde, es passt nämlich hier oben ganz gut dazu. Zu unserem Pupsofa. Ich finde dieses Pupsofa so scharf. Wir haben ein Pupsofa. Das ist so bekloppt. Aber dann würde ich hier wieder den Asia-Titel einstellen. Weil der einfach super ist. Immer noch total schön klingt. So. Ach komm, wir besuchen unseren Spensi noch. Ob der jetzt schon steht oder ob der erst kommt. Egal. Ich gehe nachgucken beim Bahnhof. Ich kann nicht pfeifen. Oh, 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 oh. Da ist eine Eule und nicht ein Vögelchen. Das muss ich mir unbedingt gleich angucken. Spensi! Oh, Spensi, 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 ich will ganz viel Geld. Guten Abend! Spensi, 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 ich werde ein schöner Museumsbau für Pilzdorf für benötigt insgesamt 198.000 Sternis. Bisher haben wir leider nur Sternis gesammelt. Der Bilanz fehlt also eigentlich alles. Bitte, Spensi, hier steht es, willkommen. Ja, klar. Dann spende ich einfach auch mal 100.000. Vielen Dank, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, für rüber ausgeschätzte Mietschiefe. Oh Gott, sie haben so viel gespendet, jetzt geht sie wieder da ein, bitte dich. Ja, das war mein ganzes Geld. Ich habe jetzt keins mehr, oder? Ich glaube, ich habe jetzt kein Geld mehr. Nichts mehr auf der Bank. Also ich habe ja Sachen auf die Bank eingezahlt, klar. Aber jetzt hier habe ich kein Geld mehr lose rumliegen, oder? Nee, gut. Aber ich habe auf die Bank eingezahlt. Wir haben Geld auf der Bank liegen, ganz viel. Ja, ich weiß, ihr habt mir angeboten, dass ihr mir jederzeit Geld vorbeibringt, wenn ich welches brauche. Hallo, Olli. Hinweis, am 25. April ist der Tag des Jedens. Helft mit unserer Stadt vom Unkraut zu befreien. Vielleicht geben wir dir ja sogar einen Preis. Tag des Jedens. Dank der Freigebigkeit aller ziert jetzt ein Schlummer Haus Pilsdorf. Da war das mit dem Angelturnier, das ich verpasst habe. 25. April, Tag des Jedens. Wohl auch Quentin interessant. Ab und zu mal ein bisschen schütteln. Was soll schon passieren? Ja, so ein paar Wespen zum Schluss wären noch... Oh, eine Spinne. Das ist aber auch nicht das, was ich suche. Oh nein, das mit der Spinne mache ich nicht nochmal. Hallo? Nix. Geld. Geld ist toll. Wenn Geld von den Bäumen fällt, dann bin ich glücklich. Na, guck mal eine an. So, na gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen bei Animal Crossing New Leaf. Fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Favorisieren, fürs Mitdiskutieren, vor allen Dingen auch auf Twitter für die ganzen Fanarts. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Animal Crossing New Leaf. Bis dahin.